Nutzung von WhatsApp mit einer Festnetznummer. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute gibt es ein neues und wichtiges Video, in dem es um die Nutzung von WhatsApp mit einer Festnetznummer geht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten. Fahren wir nun mit der Erklärung fort. Ist es möglich, WhatsApp Business mit einer Festnetznummer zu nutzen? Die kurze Antwort lautet, ja, es gibt jedoch einige Nachteile, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich für diese Option entscheiden. WhatsApp Messenger ist neben WhatsApp Business, einer separaten App speziell für den professionellen Einsatz, eine der beliebtesten Messaging-Apps weltweit. WhatsApp erlaubt Benutzern nur die Registrierung eines Kontos mit jeder eindeutigen Telefonnummer. Was also tun, wenn Sie ein zweites WhatsApp-Konto erstellen möchten und Ihre Handynummer bereits verwendet wird? Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der Nutzung von WhatsApp mit einer Festnetznummer. Wir erklären Ihnen, wie die Registrierung bei Nutzung einer Festnetznummer funktioniert, welche möglichen Probleme es gibt und warum die Einrichtung von WhatsApp Business mit einer zweiten virtuellen Telefonnummer eine deutlich bessere Lösung ist. Kann ich WhatsApp mit einer Festnetznummer nutzen? Ja. Sie können ein WhatsApp-Business-Konto mit einer Festnetznummer registrieren. Derzeit können Sie keine Festnetznummer verwenden, um ein WhatsApp-Messenger-Konto zu registrieren. Es gibt viele Unterschiede zwischen WhatsApp-Messenger und WhatsApp-Business. WhatsApp-Messenger ist für den persönlichen Gebrauch konzipiert, während WhatsApp-Business über Tools und Funktionen für Profis und Unternehmen verfügt. Warum sollten Sie WhatsApp-Business mit einer Festnetznummer nutzen? Es ist sehr üblich, zwei WhatsApp-Konten für unterschiedliche Bedürfnisse zu haben. Beispielsweise können Sie über den WhatsApp-Messenger mit Freunden und der Familie chatten, während Sie über WhatsApp-Business nur mit Geschäftskontakten sprechen. Da es nur möglich ist, ein WhatsApp-Konto pro eindeutiger Nummer zu registrieren, müssen viele Menschen eine zweite Nummer verwenden, um sich mit ihrem neuen WhatsApp-Konto zu registrieren. Hier kommen Festnetzanschlüsse ins Spiel, auch wenn sie Nachteile mit sich bringen. Wie weiter unten erläutert wird, glücklicherweise gibt es flexible und kostengünstige Alternativen zur Nutzung einer WhatsApp-Business-Festnetznummer, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten sind. Dazu gehören zweite virtuelle Telefonnummern für WhatsApp von Anbietern wie Your Business Number. So registrieren Sie ein WhatsApp-Business-Konto mit einer Festnetztelefonnummer. Der Vorgang der Registrierung einer Festnetznummer bei WhatsApp-Business ähnelt stark der Registrierung einer zweiten Mobiltelefonnummer oder einer virtuellen Telefonnummer. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie bei einem Festnetzanschluss einen Anruf anfordern müssen, um den Registrierungscode zu erhalten, der Ihnen normalerweise per SMS zugesandt wird. Befolgen Sie diese Schritte, um ein WhatsApp-Business-Konto mit einem Festnetzanschluss zu erstellen. Laden Sie die WhatsApp-Business-App herunter. Öffnen Sie die Anwendung und geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Wählen Sie zunächst das richtige Land aus der Dropdown-Liste aus. Ihr Ländercode wird auf der linken Seite automatisch ausgefüllt. Geben Sie als nächstes Ihre Telefonnummer in das richtige Feld ein, ohne die 0 vor der Nummer. Wählen Sie Fertig. Klicken Sie auf Mich anrufen, um einen Anruf mit Ihrem Registrierungscode anzufordern. Hören Sie sich den Code an, den Sie beim Telefonat erhalten, und geben Sie dann den 6-stelligen Registrierungscode in die App ein. Viel Spaß mit WhatsApp Business. Welche Probleme gibt es bei der Nutzung von WhatsApp Business mit einer Festnetznummer? Bevor Sie sich für die Anmeldung bei WhatsApp Business mit Ihrer Festnetznummer entscheiden, sollten Sie die Nachteile einer solchen Kontoeinrichtung bedenken. Die Nutzung Ihrer Festnetznummer für WhatsApp hat viele Nachteile. Nicht jeder hat eine Festnetznummer. Sie können sich nur mit einer Festnetztelefonnummer,
die Sie besitzen, für ein WhatsApp-Konto registrieren. Wenn Sie als Freiberufler von zu Hause aus arbeiten oder ein selbstständiger Kleinunternehmer sind, verfügen Sie möglicherweise nicht über eine Festnetznummer, die Sie für WhatsApp nutzen können. Heutzutage entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre Mobiltelefonnummer für die gesamte Telefonkommunikation zu verwenden. Wenn Sie den Festnetzdienst nicht bereits über Ihren Telefon- oder Breitbandanbieter bezahlen, könnte dies für Sie unnötigen Ärger verursachen und möglicherweise zusätzliche monatliche Kosten verursachen. Sie müssen in der Lage sein, Anrufe über Ihre Festnetznummer entgegenzunehmen. Um den Registrierungscode zur Einrichtung Ihres Kontos zu erhalten, muss Ihre Festnetznummer in der Lage sein, Anrufe oder SMS zu empfangen. Das bedeutet, dass Sie zum Einrichten Ihres Kontos ein funktionierendes Festnetztelefon benötigen. Wenn Sie nicht in einen neuen Festnetzanschluss investieren möchten, kann eine zweite virtuelle Telefonnummer eine gute Alternative sein. Sie können für WhatsApp keine Festnetzdurchwahlnummern verwenden. Eine Festnetznummer mit Durchwahl kann nicht für die Anmeldung bei WhatsApp Business genutzt werden. Wenn Ihr Unternehmen Durchwahlnummern verwendet, weil Sie über eine gemeinsame Festnetznummer verfügen, könnte dies ein Problem sein. Wenn Sie versuchen, sich für ein neues WhatsApp-Business-Konto anzumelden, Sie können WhatsApp-Business nur mit einer Festnetznummer nutzen. Festnetznummern können nur für die Anmeldung bei WhatsApp-Business genutzt werden. WhatsApp Messenger unterstützt derzeit keine Registrierung über Festnetznummern. Wenn Sie also Ihre Festnetznummer für persönliche Chats verwenden möchten, kann dies zu Problemen führen. Welche Alternativen gibt es zur Anmeldung bei WhatsApp Business mit einer Festnetznummer? Die beste Lösung, wenn Sie eine zweite Handynummer für WhatsApp Business benötigen, nutzen Sie einen vertrauenswürdigen Anbieter virtueller Telefonnummern wie uns. Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie eine eindeutige zweite Handynummer, mit der Sie sich schnell und einfach für WhatsApp Business registrieren können. Sie müssen kein zweites Mobiltelefon kaufen oder einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen. Profitieren Sie von günstigen Tarifen und flexiblen, fortlaufenden Verträgen, die Sie jederzeit kündigen können. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video.